Ich wollte berichten für diejenigen, die das nicht kennen, wie das im Bundesverfassungsgericht eigentlich läuft oder gelaufen ist, als wir mit Hartz IV in die Gänge gekommen sind, als die Klage dort eingegangen ist beim Bundesverfassungsgericht. Da hat das Bundesverfassungsgericht 40 verschiedene Institutionen, Verbände und angeschrieben, sie mögen bitte ein Urteil abgeben oder ein Gutachten, ob die Sanktionen in Hartz IV verfassungsgemäß sind oder nicht. Von den 40 haben 20 geantwortet und von den 20 waren 17 dagegen und haben gesagt, sie seien menschenrechtswidrig, verfassungswidrig und alles. Daraufhin hat das Bundesverfassungsgericht ein Jahr später fast, nachdem es die ganzen Gutachten durchgearbeitet hat bis ins Letzte, eine öffentliche Verhandlung ausgerufen. Und in der öffentlichen Verhandlung durften alle diejenigen, die ein Gutachten oder eine Stellungnahme abgegeben haben, waren da drinne und durften mitsprechen. Die öffentliche Verhandlung war auf 2 Tage angesetzt, wurde aber nach einem Tag schon beendet, weil von Seiten der Regierung nichts zu sagen war zu ihrer Verteidigung. Das waren 9 Stunden, in denen die Regierung gegrillt worden ist in einem Maßstab, der für mich überhaupt nicht zu fassen war. Ich saß mit offenem Mund da drin und wenn die Regierung versucht hat, sich rauszureden, wenn man schwangere Frauen total sanktionierte oder junge Mütter total sanktionierte, weil sie den Wahnsinnsvorstellungen des Jobcenters nicht entgegenkamen und dann hat das Jobcenter gesagt, aber wir helfen dann so und so, dann haben die Leute vom Bundesverfassungsgericht, die Richter oben runter gesagt, wissen Sie, behaupten kann man viel. Wo sind die Beweise? Die Sozialverbände sagen das Umgekehrte. Das war eine unglaubliche Verhandlung. Aufgrund dieser Verhandlung gab es dann ein Urteil und das Urteil hieß, die Sanktionen sind verfassungswidrig, menschenrechtswidrig in einem Ausmaß, was nicht zu unterbieten ist.